Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Gwenny mit einer neuen Folge von What Remains of Edith Finch. Wir erinnern uns, in der letzten Folge haben wir die Geschichte von Barbara mitbekommen, dieser schreienden Dame, die in einer comicartigen Welt im Stil von Geschichten aus der Gruft letztendlich von Monstern verspeist wurde. So, und jetzt schauen wir mal, was uns hier als nächstes erwartet in diesem Häuslein. Hier ist noch irgendetwas von Barbara. Ach so, da bin ich rausgekommen. Richtig, da bin ich durch. Da bin ich das letzte Mal durch. Ich weiß noch nicht. Ich schaue erst mal kurz, ob ich vielleicht auch hier irgendwo weiterkomme. Schaut aber gerade nicht so aus. Nee. Ich hätte jetzt erwartet, dass ich jetzt vielleicht diese Tür öffnen kann. Aber nein, Fehlanzeige. Na gut. Dann gehen wir wohl doch unten durch. So, hier war das. Zack. Und hinein mit uns. Okay. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. So, und immer schön der Schrift hinterher. So, jetzt sind wir wieder hier. War das letztes Mal auch schon so dunkel hier drin? Okay. Gut. Dann müssen wir jetzt irgendwie herausfinden, wo wir jetzt hingehen können. Kommt hier vielleicht nochmal so eine kleine hilfreiche Schrift? Hier waren wir überall schon. Ich würde hier gerne runterspringen. Haha. Oh, da ist ein Paket. So, also in diesem Zimmer hier waren wir auf jeden Fall. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Okay, das klingt so, als müssten wir jetzt doch hier irgendwas machen. Hätte ich jetzt gedacht. Ach so, nee, hier sind wir letztens rein. Okay, man merkt, dass ich jetzt eine gewisse Spielpause hatte. Meine Erinnerungen hier nicht mehr ganz so frisch sind. Aber das macht ja nichts. Man kann ja nicht alles am Stück... Also, man kann schon alles am Stück zocken, aber dann hat man nicht so lange Spaß dran. Okay. Dann versuche ich jetzt nochmal kurz zu gucken, ob ich hier oben noch irgendwo rein kann. Und ansonsten... Nein, sieht nicht nach Hottie-Spotties aus. Ansonsten gehe ich. Ha. Gehe ich erstmal nach unten und schaue, ob ich da vielleicht irgendwas finde. Dup, 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 dup. Dup, 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 dup. Aha. Was liegt denn hier Feines? My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Hm. Okay. Diese Schrift. Knarz. Fliegt leider nicht. So, das ist, glaube ich, auch... Ja, das war auch kein Hotspot. War das hier das letzte Mal auch schon so dunkel? Hier kennt man ja überhaupt nichts. Hilfe. Was sind das hier für Geräusche? Wow. Hier dürften keine Geräusche sein. So, hier ist ein... After Louis started working at the cannery, we all got pretty sick of salmon. Except our cat, Molly. Lachs. I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box near the basement. Ob dem Comic entsprechend in der Spieluhr neben... Ach, jetzt war der Text wieder so schnell weg. Verdammte Axt. Das war auf jeden Fall ein... Ach, hier war ich auch gewesen, richtig.
Das war auf jeden Fall auch wieder ein Hinweis. Der jetzt leider zu schnell weg war und er hält mich jetzt wahrscheinlich gerade für völlig bescheuert. Maybe I should go check out that music box down by the basement. Neben der Kellertür, okay. Neben der Kellertür. Wo ist denn die Kellertür? Es ist ja nett, dass man hier so Hinweise kriegt. Aber wo ist die Kellertür? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ist sie? Ah! Ah! Jetzt ja! Ha! Okay. Drehen, 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 drehen. Okay. Man muss. Ah, sehr lange drehen, okay. Aufschließen. Hey. Juhu. So, was haben wir hier Schönes? Einen gruseligen Keller. Kann ich nicht Licht einschalten? Sieht so dunkel aus da unten. Na gut. Wagen wir uns mal hier herunter. Putzmittel. Toll. Ein Billardtisch. So, Sven. Okay, dann gucken wir mal. Richtung Sven. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Okay. Wo könnte jetzt hier etwas sein? I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Da erkennt man doch überhaupt nichts hier. Ah, doch, man erkennt. I thought maybe she was hiding presents. Ach stimmt, der Kühlschrank, wo? Ja. In meinem Comic, wow. It turned out she was hiding a lot more than that. Wo der arme Kerl drin war. Und jetzt bin ich gespannt, was dahinter ist. Oh, das ist schon ein kleines bisschen gruselig. I remember asking Mom once about where Walter had gone. Oh Gott, es ist dunkel, dunkel. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories. Alter, gibt's hier viel Essen. Das sind auch solche, ach, wie nennt man diese Leute, die sich vorbereiten für die Apokalypse. I think it's that none of us has gotten very far. So sieht das hier aus. Eieiei. Okay. Hier geht's dann mit Walter weiter. Yay! Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive the week. Brrr, Erdbeben. Nicht schön. Vor allem nicht, wenn auch noch der Joystick in der Hand dazu vibriert. Ah, okay. Ich darf jetzt herausfinden, wie ich die Dose aufmache. Ah! But after a few days, I settled into a routine. Ja. That's what kept me sane. Müsste ich jetzt nicht mal langsam dumm sein? Having a schedule, living for today. Was ist das? Das sieht aus wie Pilze. I always expected to be dead tomorrow. Oh nee, muss ich das jetzt. But if you wait long, you get used to anything. Gott. Oh nee. Ich will nicht die ganze Zeit jetzt bloß solche Dinger aufmachen. Na gut.
Oh, boy. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Ja, komm, komm, komm. Almost friendly. Ich weiß echt gern, was das sein soll. Bah. And then one day, everything just... Different? Stop. Oder das. Ja, die Dosen waren alle. Maybe you got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Hat er wirklich die ganze Zeit nur da verkrochen gelebt? Weil er Angst vor einem Monster hatte? It's been a week now. The longest in 30 years. Hat er 30 Jahre da unten gehaust? I'm done waiting. I have Alter to leave. Schwede. Well, I still can. Alter Schwede. Na, dann gucken wir doch mal, ob wir hier rauskommen. Das ist ja echt ein bisschen bedrückt. Ich überlege die ganze Zeit, wie diese Leute heißen, wie dieser Fachbegriff dafür ist. Fällt mir partout nicht ein. I know it's out there, somewhere. Oh Gott, wehe, man erschreckt sich hier. Whatever killed Barbara. And Molly. Oh Gott. Boah. Das erinnert mich an Ethan Carter, da war ich auch irgendwo so weit unten. Ja, ich weiß, das Monster hat alle getötet. Ich will ihm nicht hier unten begegnen. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Maybe this is all a mistake. Okay, poo. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Yep. Okay, das Murmeltier ist nicht so toll zu leben. Das hat echt was für diesen Carter. I want you to know, I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. Jetzt kommt gleich eine Bahn und fährt mich um. I can already imagine the sun on my face. Ich hatte recht. Fuck. Oh Gott. Ja, das ist echt blöd gelaufen. Oh, Walter died when I was six. I can't believe my mom never told me he was down here. Okay. Mit diesem leicht unglücklichen Fall von Walter verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, tschüssi!